Herzlich willkommen zurück bei Terraria. Gestern haben wir das Auge von Cthulhu nach einem zweiten Anlauf besiegt und heute werden wir den Meteorit, der während des Kampfes abgestürzt ist, während wir auch noch in Skype angeschrieben wurden und während es 1000 Millionen Sachen passiert sind, heute werden wir den Meteoriten suchen und abbauen. Wow! Das wird wahrscheinlich jetzt die spannendste Aktivität, die ich bisher gemacht habe, weil Meteoriten abbauen ist auch so ultra spannend und toll und langweilig. Es ist einfach eine Sache, die sich jetzt hinziehen wird. Ich hoffe einfach, ich habe genug Motivation, auch die ganze Zeit, während ich hier diesen schönen Meteorit abbaue, auch durchzureden. Nicht, dass ich dann irgendwann anfange zu schweigen oder vorspule oder so und sparen. Und da ist er ja schon, den haben wir schnell gefunden. Leider haben wir ein kleines Problem. Ich ziehe erstmal die gescheite Rüstung an, weil es hier eh hell ist. So, da sind diese kleinen, netten neuen Feinde, diese fliegenden Meteoriten. So, wir müssen hier so abbauen, dürfen diesen Stein aber nicht berühren, weil er Feuerschaden macht. Ja, das ist eine sehr nette Eigenschaft, die mir jetzt einige Nerven kosten wird. Oh mein Gott. Warte mal, geht mal da weg. Gut. So. Du gehst dann mal. Ich muss doch nur den einen da oben wegmachen. So, jetzt noch eins höher. So, den muss ich wegmachen. Und ach, kommt her. Ah, ich bin ein Krieger, ich werde vernichtet. So, also. Ah, schön. Vielleicht nicht, sollte ich dir nicht von unten kommen. Ich fühle mich gerade hier wie bei Ping-Pong. Meine Fresse. Die werfen mich da rein und... So, jetzt haben wir endlich mal eine ruhige Situation geschafft. So ist es am besten. Einfach sich mit der Spitzhacke verteidigen. Gegen die 1 Million Meteoriten, die ich versuche umzubringen. Und einfach so viel abbauen, wie in Reichweite ist. Und auch so, dass ihr euch irgendwie hinstellen könnt, dann ohne vom Meteoriten gleich wieder zu machen. Ja. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Hoffnung, ist ein reines Abbauen und hoffen, dass kein Meteorit von links kommt. Weil sobald einer von links kommt, wird das Ganze schon wieder ein wenig kompliziert. Das hat irgendwie wehgetan. Das wollen wir ja nicht. Wir bauen Meteoriten ab. Und ja, aus den Meteoriten, wie gesagt, werden wir uns ein rotes Laserschwert bauen. Dann sind wir auf der dunklen Seite der Macht. Brauchen wir noch eine Nekrorüstung, dass wir gleich noch ganz düster aussehen und dunkel. Oh, hallo, Meteorit von links. Aha, ich habe ihn rüber gefischt. Okay, das ging ja gerade nochmal gut. Passt auch irgendwie so gerade perfekt, weil die Reichweite von meinen Spitzhacken nach oben hin genau dahin geht, wo der letzte Stein ist. Zumindest von der Reihe hier so. Nicht die da in der Luft schweben. Wie ich die abbauen soll später. Da werde ich mir irgendwie eine Brücke hinbauen oder sowas. So, jetzt haben wir ein Scheißproblem. Jetzt kommen sie von zwei Seiten. Sind aber gerade nur zwei. Hält sich ja noch in Grenzen, meine Furcht. Oh, da kommen ja nochmal zwei. Oh, und schön. War klar. Aber zum Glück verlieren sie auch Herzen. Und ich glaube, die verlieren auch manchmal ein Meteorite-Ohr. Also... Dann töten wir sie nicht wenigstens umsonst. Und Geld verlieren sie auch relativ viel, wie ihr da rechts auf dem Berg schon einen richtigen Geldhaufen seht. Den wir uns dann später noch krallen können. So, da hoch komme ich nicht, aber dahin. So, ich glaube, wir gehen dann gleich auf die linke Seite rüber und werden von links anfangen. So, jetzt, ja, warte. Hey, so geht's auch. Aber es, aua, doch nicht. So, Schlag, Schlag. Schlag. So. Wir fangen gleich von links nach oben, nach unten bauen wir jetzt weiter ab, weil es besser hier ist. Ja, es ist halt besser. Wir können uns hier natürlich auch versuchen, nach oben zu graben, aber wenn ich jetzt springe... Ah, es geht ja. Ah ja, früher war das ja noch so, da konnte man nicht mehr gegen den Stein springen, vom Kopf, da hat er gleich wieder geschrien. Aber jetzt kann man ja schon wenigstens dagegen springen im Kopf. Vielleicht sind einfach unser Kopf feuerfest. Kann ja sein. Nicht durch den Helm, einfach so. Weil ohne Helm macht auch nicht. Also sind wir einfach sehr feuerstabile Menschen. Hurra! Feuerstabile Menschen. Wir sollten als Stuntman in irgendeinem coolen Film arbeiten. Yeah, ich wollte schon immer Stuntman. Aua! Sein. So, der da unten verbrennt mich gerade. So, jetzt haben wir es auch die Möglichkeit genommen, den da oben wegzuschlagen. Super! Super gemacht. Eine Meisterleistung zombischer Art. Wenn euch gerade langweilig ist und ihr nur meine Stimme hören wollt, könnt ihr auch gerne jetzt mal schnell auf meinen Kanal gehen. Ich habe dort ein sehr schönes Harry Potter angelegtes Bild gemalt.
Was, worauf ich auf die. Ich kam. Ach, egal, ich erkläre euch nicht, wie ich auf die Idee kam. Das ist auf jeden Fall Hagrid-Style! Wir töten die Metroiden auf Hagrid-Style! Nein, er bricht mir eine Schrotflinte. Naja, Hagrid-Style ist einfach auf brutale Weise töten. Sagen wir so, ja. Das ist gut. Hilfe! Ich fühle mich umzingelt. Geld! So, wie kommen wir da hoch? Ich will auch. Gut. Stö. So. Haha. Schon haben wir es wieder. Uns mächtig, wie wir sind, hier hochgekämpft. Wie macht man das denn? Ah, lalala. Ach Gott, ich fühle mich. Ah, Entschuldigung, wenn ich immer schreie. Habe ich auch schon einen Kommentar gemacht. Schrei nicht immer so laut. Es gibt auch Leute, die haben Boxen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die Boxen haben, aber wenn ihr mich abonniert habt, solltet ihr euch auch nicht für mich schämen müssen. Ja, okay, ihr müsst euch für mich schämen, weil ich so viel schreie. Oh nein. Ach, das verstehen eure Eltern schon. Warum? Gibt doch immer ein paar Psychopathen, die durch die Gegend schreien. Das ist ganz völlig normal im Alltag, also bitte. Kommt mir nicht so. Das mag meine Mama nicht, wenn jemand schreit. Ja, besser als wenn ich irgendwie jetzt hier die ganze Folge lang fluchen würde, oder? So, nein, ich fluche nicht, ich fluche nicht, ich fluche nicht. Seht ihr, wenn ich versuchen will, schon zu fluchen, dann kommt. Oh, Gott. Hilfe! Ah! Mami! Ah. Grandios gemeistert. Ich schreie nicht. Nein, in keinster Weise. Also bitte, ich würde schreien. Ha! Lächerlich! So. Da haben wir es aber auf jeden Fall bald geschafft. War ja doch nicht so schrecklich. Es dürften auch unsere 20 Bahnen rauskommen. Wie viel haben wir denn schon? Bitte. 172 erst, oh Gott. Bei manchen Meteoritenbahnen bekommt. Meteoriten. Von manchen Meteoriten bekommt man nämlich auch irgendwie so 200, 250 bis 300. Aber wir sind halt Pechvögel und bekommen nur einen Keks. Aua, aua, aua. Kommt, den baue ich auch noch ab. Ah, perfekt. Aber noch grandios gemeistert. Mal wieder. Weiß ich nicht, ja, diese Folge. Alles grandios. Das ist die grandiose Folge. Ah, Hilfe, Hilfe. Nein. So. Aha, schon haben wir wieder alles im Griff. Uns kann nichts stoppen. Unantastbar. Gottgleich. Okay. Genug des Selbstlobes. Hilfe. Oh Gott. Was kann man noch mit Meteoritenbahnen bauen? Kann ich ja jetzt mal kurz mal erzählen, wenn ich hier schon nichts mehr zu reden weiß ansonsten. Man kann mit Meteoritenbahnen bauen. Man könnte sich eine Laserpistole bauen. Wenn man sich diese Flintlock-Pistole gekauft hat, dann 20 Meteoritenbahnen, glaube ich. Oder irgendwie viele. Ich weiß jetzt nicht genau die ganzen Anzahlen. Also, bitte. Und 10 gefallene Sterne. Also, davon, wo wir gerade 4 dort oben haben. 4 von denen. Wir haben auch jetzt alle Gegner getötet. Also. Wir haben so viel getötet, dass keine von diesen netten fliegenden Köpfen mehr zu uns kommt. Meteorite heißen die übrigens. Also, man kann sich einen Laser-Gun bauen. Was kann man noch bauen? Man kann sich eine Rüstung bauen, die regeneriert Mana, aber man kann sich später auch eine bessere farmen. Da muss man einfach im Untergrunddschungel die ganzen Viecher töten. Die verlieren eine Rüstung, die Mana gibt. Auch ganz praktisch. So, und mich haben ja auch viele gefragt, wo man die Meteoriten findet. Sage ich jetzt auch einfach nochmal, obwohl ihr es jetzt ja auch gesehen habt, dass man die random suchen muss. Die muss man random suchen, die Meteoriten, dass man sie findet. Ja, die stürzen irgendwo in der Landschaft ab. Auch schon mir passiert, dass ein Meteorit mitten in mein schönes Haus reingestürzt ist. Ja, mei. Das kommt, wenn man ein Haus aus dem normalen Stein baut, glaube ich. Meteoriten stürzen nämlich sehr gerne auf normalen Stein. Aber sie stürzen auch sehr gerne in der. Wie heißt sie denn? Korruptionsebene ab. Hilfe! So. Aha, ich habe ein Blümchen getötet. Oh nein, Schleime. Sie machen mir gleich einen Schaden. Wisst ihr noch am Anfang, wo mich die Schleime getötet haben? Ja, jetzt bin ich mächtig. Ich bin zu mächtig für Schleime. Haha. Kann mir gar nichts mehr. So, Information. So, Terraria wird ja auch irgendwann bei meiner Geschwindigkeit wahrscheinlich sehr bald schon der Punkt erreicht sein. Also, nein, nicht sehr bald, in 1, 2 Wochen. Wo ich alles erobert hätte. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie nochmal einen neuen Charakter anfangen soll oder so, weil das Let's Play scheint euch ja sehr zu gefallen, weil ich ja, wenn ich ein Video hochlade, schon die Nachricht bekomme, sofort, lad mehr hoch.
aber wenn ich alles in dem Spiel gemacht habe, wie soll ich dann weitermachen? Vielleicht... Nee. Ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht einen neuen Charakter einfach anfangen. Oder einfach auf einem Multiplayer-Server spielen. Dann können alle einfach joinen und mich belästigen während der Aufnahme. Und mich pushen. Nein, das wäre auch nicht toll. Ich fange einfach einen neuen Charakter an. Ganz simpel. Hurra! So. Bitte. Haben wir alles? Nein, eins fehlt doch. Ja, ich bin sehr gierig. Ich will alles. Alles meins. Bam. So, dann wechseln wir die Welt, weil wir hier keinen Ofen haben oder sonst was. Zombie Terror Power. So, jetzt ist es schon 5:02. Ich sollte schon anfangen hochzuladen. Super, wie ich mich wieder beeilt habe. Naja, ich komme erst 4:30 nach Hause. Das habe ich irgendwie zeitlich verplant mit dem Bulletin, weil ich muss ja aufnehmen eine halbe Stunde. Und das Rendern dauert dann selber nochmal eine Stunde oder dreiviertel Stunde. Weiß ich nicht. Aber ihr wollt ja gute Qualität. Und für gute Qualität muss man warten. So. Basteln wir uns ein paar Barren. Wo Barren basteln? Da kann man das machen. Und haben wir 20? Oh ja, wir haben 20. Sogar 40. Okay. 43. Und davon haben wir auch ein paar. Oh ja, was ich noch dringend erwähnen muss. Hier, das der Corruption Seed. Wir könnten uns unsere eigene Korruption pflanzen, wo wir wollen. Sinn sehe ich zwar keinen darin, aber wir könnten es. Weil wir halt bekommen haben und so. So, da kann man sich Holz machen. Und hier könnten wir uns Meteor Legends oder so. Meteor Ham Eggs. Brauchen wir alles nicht. Ich glaube, wir werden uns das Schwert jetzt hier machen. Ja. Weil wir sonst nichts brauchen. Voilà. Bam. Sterbt alle, sterbt! Ich bin ein Zombie. Okay. So, kriegt das nochmal 4 Bahnen, das kriegt nochmal 1 da drauf. Das Goldschwert verkaufen wir gleich mal. Merchant. Shop. Bäh. So, schauen wir mal bei unserer Piggy Bank, wie viel Gold wir jetzt haben. Wir haben 17. Cool. Und jetzt gehen wir wieder in unsere Höhle. In die altbekannte Höhle. Wir können uns auch eigentlich eine neue suchen. Soll mir egal sein. Nehmen wir die alte. Mag die alte gerne. Jetzt können wir ja nochmal so zum Wohle der guten alten Zeiten in diese Höhle zurückkehren und uns noch ein paar Rubine raussuchen. Oh Gott, ich glaube, ich kenne mich da gar nicht mehr aus in der Höhle. Aber soll gerecht sein. Bam. 10 Rubine. Das könnte jetzt eine Sache werden, die ich nie schaffen werde von der Zeit. Also, die ich nie finden werde. Weil Rubine ja einfach irgendwo random sind. Naja. Soll mir recht sein. Lalala, ich habe Zeit. Ich mache einem vielleicht 15 Schaden. Hier ist alles wieder zugewuchert. So. Die Höhle. Wir kehren zum Ursprung. Zurück. Damals. Wo wir noch in unserer... Nur mit einem Minenhelm bewaffnet. Ohne Spitzhacke, ohne Enterhaken und sonstiges herumgeklungen sind. Und nur gestorben sind. Ui, das war so eine schöne Zeit. Haben auch alles Kupfer und so liegen lassen. Weil uns Kupfer scheißegal ist. Da sind Mutterschleime, die uns auch nicht mehr so viel anhaben können. Und ich suche Rubine. Rubine. Ich hätte vielleicht nicht immer alle Edelsteine verkaufen sollen. Oder vielleicht gleich am Anfang hätte fragen sollen, was ich aus meinem Edelstein machen soll. Was für eine Farbe ihr gesagt? Naja. Und wieso habe ich mir jetzt ein Schwert aus den Barren hergestellt, wenn ich mir eh gleich ein Laserschwert mache? Ja, meine Denkvorgänge verstehe ich manchmal sogar selbst nicht. Egal, wir gehen einfach immer weiter runter, bis wir, da nicht sterben. Ja, wir gehen. Da wären Topasse. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Auch wenn wir uns kein Laserschwert draus basteln. Höchstens, wenn wir nach 20 Minuten jetzt halt keinen Erfolg hatten in Sachen Rubine, da Rubine ja halt irgendwie selten sind oder so. Topas. Hihihi. Ich habe Topas mit einem Schimpfwort gekreuzt. Hihi. Ja, witzig. So, dann darunter. Schön, dass ich noch alle Gänge finde, die ich gebuddelt habe. Erstaunlicherweise. Gehen wir mal da runter, da ist nichts. Dann gehen wir wieder hoch. Bam!
Und okay, was? Wo lang bin ich denn hier gegangen? Ich gehe einfach mal immer weiter runter. Immer weiter runter wird schon irgendwann richtig sein. So, da haben wir es schon mal auch runtergegraben. Da ist doch ein Diamant, wenn ich richtig sehe. Ja, cool. Ein Diamanten. Den hatten wir mal scheinbar damals übersehen. Und unsere Hektik. Höhlen erforschen. Neue Abenteuer mit Zombie. Die Kindersendung. Oh. Da! Wieso kann ich keine solche Sätze mehr aussprechen? Das ist ja Wahnsinn. So, neue Abenteuer mit Zombie. Jetzt neu auf Kika. 14 Uhr. Jedes Wochenende. Wuhu! Das würde sich bestimmt jeder ansehen. Irgendeiner, wie er durch Höhlen irrt und nach Rubinen sucht. Was bist du? Eine Engelsstatue! Und sie bewirkt da genau das, was daneben steht. Wenn ihr jetzt fragt, was sie bewirkt, dann schreie ich einfach ganz laut in meinem Zimmer. Das werdet ihr nicht hören. Aber ich werde schreien. Weil wenn da steht, die Engelsstatue macht nichts, dann wird sie wohl das auch tun. Und das tut sie auch wirklich. Sie macht nichts. Gar nichts. Also wirklich gar nichts. Also sie macht nicht etwas oder sie bringt irgendwas. Nein, sie macht gar nichts. Warum sie im Spiel ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe das Spiel nicht entwickelt. Sollte euch aber auch schon aufgefallen sein. Auch wenn ich relativ viel weiß. Bam, stirb. Alter, was geht denn mit meinem Hals los? Oh mein Gott, Pause, ich muss meinen Hals reinigen. So, da kläfft mein Hund wieder, weil ich gehustet habe. Wahnsinn. Ich finde es schön, dass man hier seine Gegenstände nicht verliert. Weil, wenn ich jetzt hier so schön graziös in die Lava fallen würde und dann alles weg wäre, das wäre nicht sehr schön. Na gut, ich glaube, dann hätte ich auch nicht alles einfach so mitgenommen, so like, ja, ist doch mir Wayne. So, was war da drin? Nichts für uns. Okay. Wo lang gehen wir jetzt? Wir gehen nach links. Okay. Bin ich da schon mal lang oder warum ist das noch so alles zu? Ich glaube, da bin ich noch nicht lang. Bin ja mal gespannt, ob da unten noch was ist. Hier dürften auf jeden Fall irgendwo Rubine. Also hier könnten bestimmt Rubine sein. Ist ja leider nichts zwingend in dem Spiel. So. Naja. Noch mehr Topasse. Also ein gelbes Laserschwert könnten wir jetzt schon mal machen. Aber gelb finde ich extrem hässlich. Ihr bestimmt auch. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, weil ich werde jetzt bald die Aufnahme beenden. Ob es für euch okay wäre, wenn ich mir einfach die 10 Rubine offscreen zusammensuche. Aber ihr dürft es entscheiden. Kannst auch gerne mit dem, also mit Filmen suchen. Es ist halt nur ein langwieriger Prozess, der Ewigkeiten, Jahre, Monate, Stunden, Tage, Wochen dauert. Weil wir keine Ahnung haben, wo wir Rubine finden könnten. Und drum dürfen wir auch alles, jeden Winkel hier durchsuchen. Die können auch irgendwo in der Wand drin stecken. Wenn wir Glück haben. So, ich gehe hier überall hin, nur um die Wände reinzusehen. Ein bisschen. Falls wir doch auf ein paar Rubine stoßen sollten. Spinnnetze. Geht weg, ihr nervigen Dinger. Haha. Fast bin ich in die Lava gefallen. Ich sehe sowieso schon, dass ich gleich irgendwie sterben werde, dabei mich Feuerimps angreifen oder sonstiges. Und ich grab mich ja hier auch irgendwie sehr kriminell gerade runter. Okay, ich glaube, ich gehe wieder hoch. So. Weil dort sieht es mir auf keinen Fall sicher genug aus, dass ich dort herumlungern möchte. So, gehen wir lieber da runter. Und von hier aus, irgendwo lang, damit wir irgendwo ankommen. Ja, okay, cool. Hilfe. Boah, das wäre es ja fast schon wieder gewesen. Hopp. Dann müssen wir uns wohl scheinbar hier runtergraben. Wir haben hier gerade keine andere Lösung mehr bald. Das Skelett entscheidet sich einfach mal, Suizid zu begehen. Kann ich. Oh, hallo Feuerimp. Was machst du denn hier? Na, dann zeige ich euch eben noch schnell die Hölle. Wenn die Feuerimps mich jetzt schon angreifen, kann ich eh nicht mehr umdrehen. Kann nur hoffen, dass meine Spitzhacke ihre Attacken weiter so effektiv abhält. So, und wieder runter. Dort unten seht ihr schon Asche. Dieser bräunliche Stein. Oder rot.
Rot. Da ist auf jeden Fall schon die Höllenwand. Hallo, Gegner. Oh, ihr macht ja nur 23 Schaden. Ach ja, mir macht ja alles hier Schaden. Okay, das war unser ganzes Geld, was wir hier gesammelt haben. Ich werde die Aufnahme jetzt hier an diesem Punkt stoppen. Wir sehen uns morgen wieder. Quietsch, quietsch. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Zombie!